Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 250 Jahre alt wird sie, unsere Röhrenfurter Kirche. Das Jahr 1772 war ein Jahr großer Veränderungen hier in unserer Kirchengemeinde. Die Zahl steht auch noch eingraviert direkt über dem Türrahmen. Die Kirche war wahrscheinlich zu klein geworden und auch zu alt. So war nach der Genehmigung des hochfürstlichen Konsistoriums in Kassel es soweit, dass die alte Kirche abgerissen wurde. Und genau hier an derselben Stelle wurde der neue Kirchenbau errichtet. Für 9 Jahre lang gingen die Röhrenfurterinnen und Röhrenfurter nach Schwarzenberg in den Gottesdienst. Und wenn wir dieses Jahr am Pfingstfest das Jubiläum mit einem Dorffest feiern wollen, dann werden wir den Festgottesdienst aber wohl kaum in der Kirche feiern. Denn wir haben in den letzten 2 Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, draußen im Freien Gottesdienste zu feiern. Und so wird es also auch hier vorne auf dem Platz auf einer Bühne stattfinden. Ich möchte uns heute aufmerksam machen auf 2 alte Zeugnisse hier in der Kirche, die sogar noch älter sind als 250 Jahre. Unser Taufstein steht hier ganz prominent auf der Stufe. Bis vor ein paar Jahren stand er noch ein wenig versteckt dort auf der anderen Seite neben der Säule. Er wurde gehauen aus einem Stück Buntsandstein, wirkt deswegen vielleicht ein bisschen unsymmetrisch, aber dennoch harmonisch. Auf der sechseckigen Form hier an der Seite oben steht eine Jahreszahl eingraviert, 1592. Also seit 430 Jahren werden hier Menschen getauft. Vielleicht auch deine Vorfahren oder meine Vorfahren. Für Taufen wird dann dieser eiserne Halter eingesetzt, sowie die silberne Taufschale. So ist also dieser Taufstein schon aus der Vorgängerkirche hier in diese 250 Jahre alte Kirche umgezogen. Das 2. alte Zeugnis finden wir hier draußen an der Kirchenfront. Eingelassen in die Mauer ist eine steinerne Inschrift, die viele wahrscheinlich schon oft gesehen haben, aber womit man vielleicht nicht so gut etwas anfangen kann. Zeitlich ist sie auch schwer einzuordnen. Historiker schätzen sie aber auf wesentlich älter als 250 Jahre, allein vom Grad der Verwitterung her. Wer den Text nun schon einmal gelesen hat, der wundert sich wahrscheinlich, was da drin enthalten ist. Es sind keine typischen Bibelverse, sondern wir finden hier Worte aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch bei Maleachi, Kapitel 2, Vers 2 und Kapitel 3, Vers 20. Dort drin werden Priester, also hier wohl die Röhrenfurter Pfarrer, ermutigt und ermahnt, nicht in ihrem Diensteifer nachzulassen. Und wenn dann der Glaube über den Gläubigen aufgeht, werden diese springen wie junge Kälber. Wir lesen. Wenn ihr es nicht hören noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebet, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Euch aber, die ihr meinem Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter derselben Flügeln, und ihr sollt aus- und eingehen und zunehmen wie die Mastkälber. Mit diesem Bild stelle ich mir vor, wie der Prophet Maleachi damals die Menschen ermutigt hat, sich vom Glauben zu Gott füllen zu lassen. Und wenn diese steinerne Inschrift nun hier vorne am Kirchenportal angebracht wurde, dann lässt sich für mich leicht schlussfolgern, dass die Röhrenfurterinnen und Röhrenfurter damit aufgefordert werden, hineinzugehen in die Kirche, um sich dort von der guten Nachricht inspirieren zu lassen, sodass sie dann nach der Predigt und nach dem Gottesdienst erfüllt mit guten Worten,
hüpfend vor Dankbarkeit und Fröhlichkeit hier herauskommen aus der Kirche, wieder zurück in ihren Alltag. Diese Begegnung mit dem Glauben, mit Gott wünsche ich mir. Und ich würde mich freuen, wenn diese Strahlen der Gerechtigkeit und der Freude auch in den nächsten 250 Jahren hier von der Kirche Röhrenfurt ausgehen. Und dir persönlich wünsche ich das auch, dass du das Heil und die Fröhlichkeit im Glauben an Gott findest. Gott segne dich.